Im Winter ist unser Speiszettel natürlich ein bisschen eingeschränkt. Aber aus all dieser Vielfalt von Lagergemüse können wir super Eintöpfe machen. Verschiedenes lässt sich gut kombinieren. Sagen wir Sellerie, Rüebli, Zwiebeln, Köhli. Da gibt es einen wunderbaren Eintopf. Vielleicht noch ein bisschen Lauch dazu. Man kann aber auch aus einzelnen Sachen, zum Beispiel eine feine Herdöpfelsuppe machen oder eben eine feine Zwiebelsuppe oder Randensuppe. Vielleicht haben wir das noch gar nie probiert, aber super fein, ein Nidloben drauf, ein gutes Brot dazu, ist schon das wunderbarste Nacht, schön wärmend. Das sind ja nicht Lagergemüse, aber die bereichern in der Speiszettel im Winter. Ganz feine, wärmende Gewürze. Ich fange jetzt gleich mit meinem Favorit an, das ist der Ingwer. Da kann man Tee machen, man kann Salat würzen, man kann Suppe würzen. Es hat wärmende Muschelnuss, es hat heiße Chili. Früher hat man ja viel Haferbrei gegessen im Winter. Und das ist wahrscheinlich ohne Grund, weil der Hafer eben so wärmend ist. Das wäre jetzt eben so ein Mischgemüse oder ein Eintopf. Wir hätten ein wunderbares Nacht im Winter.